Ursula oder das Weib, wie es sein sollte. Von Ludwig Auerbacher von 1878. Die Hausregeln machen noch kein gutes Hausregiment, sondern der gute Wille, der die Regeln befolgt. Ein junger Ehemann wollte seine Hausfrau also schul- und schriftgerecht machen, dass sie ihr ganzes Tun einrichten sollte nach den Lehren, die er ihr gab, und damit sie es desto besser merken könnte, schrieb er ihr alles auf und legte ein ganzes Buch an und setzte auf dem Buch den Titel Ursula oder das Weib, wie es sein sollte. Und das war gut. Die Hausfrau, um Frieden zu haben mit ihrem eigensinnigen Herrn, befolgte seine Vorgaben genau und kochte zum Beispiel nach dem Kochbuch, das er ihr empfohlen hatte, und versalzte die Suppe damit, wie es drin stand im Buch. Eines Tages gingen sie miteinander auf eine Kirchweih in ein Dorf zu ihren Freunden und sie waren fröhlicher Dinge und aßen und tranken, voraus der Mann. Der nahm ein Quertlein oder Mäßlein Wein mehr zu sich, als er vertragen mochte, und wurde betrunken. Da sie nun heimgehen wollten, mussten sie über einen schmalen Steg gehen, über ein Bächlein. Und da der Steg nicht in die Kreuz und quer lief, wie der Mann, sondern geradeaus, so fiel dieser über den Steg hinab und schrie: »Hausfrau, komm mir zu Hilf!« Die Frau sprach: »Ich will zuvor heimgehen und will sehen, ob Ursula oder das Weib, wie es sein sollte, dir helfen soll.« Da ihm nun das Wasser in das Maul ging, so kroch er selber heraus. Und als sie heimkamen, warf er das Buch in das Feuer und sprach zur Hausfrau: »Tu selbst, was du meinst, das Recht sei.« Und das war noch besser. Auch lebten sie von der Zeit an recht friedlich miteinander und waren, ohne Vorschriften, Mann und Weib, wie sie es sein sollten. Abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch weiterhin nichts verpasst.